Ich habe kein Interesse, dich zu verletzen. Also gib mir mein Geld und wir sind quitt. Nicht so schnell. Was wollt ihr denn? Wer seid ihr? Man gab mir schon viele Namen. Mörder. Servus Leute und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Assassin's Creed. Ja, das nach 4 Monaten mache ich jetzt endlich weiter, denn jetzt läuft alles, müsste jetzt alles normal laufen. Im letzten Video könnt ihr euch in die Playlist reinziehen, hat es zum Beispiel am Ende übelst Echo-Effekt gegeben in meiner Stimme, hat die Audiospur übelst versaut und dann hat er, keine Ahnung, was hat er noch gemacht? Ja, er hat den Spielstand einfach gelöscht, hat mein PC übelst rumgesponnen und ja, ich habe alles jetzt gefixt. Es müsste jetzt alles normal aufgenommen werden, ganz normal. Ich habe gerade auch einen Testaufnahme gemacht und bin mir nochmal sicher gegangen, dass ja alles wieder normal ist. Und es sieht so aus, ja. In der letzten Folge sind wir genau hier stehen geblieben. Ja, und ich spiele jetzt hier weiter. Ich hoffe, ihr freut euch, dass das Projekt weitergeht. Und ja, jetzt trainieren wir mal mit Marion. Weiter geht's. Und hier ist er, Nostro Campione Ezio. Es lebe Ezio! Ihr verschwendet keine Zeit mit dem Beginn der Feierlichkeiten. Warum denn auch? Du hast uns einen großen Dienst erwiesen. Durch Vieris Tod wird die Toskana endlich wieder friedlich sein. Weißt du, was das bedeutet? Nie mehr Arbeit. Wir können den ganzen Tag mit Saufen verbringen. Und mit Huren. Mit Huren. Was denn? Stimmt doch. Komm, Ezio. Geh mit mir. Ja, Onkel? Natürlich gehen wir mit ihm. Die Pazzi unterstehen einem anderen. Einem Spanier. Das ist Rodrigo Borgia. Einer der mächtigsten Männer Europas. Und Großmeister des Templerordens. Also ist er verantwortlich für den Tod meines Vaters und meiner Brüder. Ja. Und er wird auch dich töten, wenn er kann. Dann muss ich gegen ihn kämpfen, wenn ich frei sein will. Doch erst wenn jeder andere Templer meine Klinge gekostet hat, Vaters Liste wird mich führen. Wohin gehst du als nächstes? Florenz. Francesco de Pazzi wird das Schicksal seines Sohnes teilen. Ein kluger nächster Schritt. Kein Zweifel, dass er Böses im Schilde führt. Gut. Genug der ernsten Gespräche. Ich bin in meinem Büro, wenn du mich brauchst. Ich sollte den Brief lesen, den mein Onkel mir gab. Okay, dann lesen wir den Brief. Was ihn glaubt. Signor Pazzi, ich tat, wie mir geheißen, und sprach mit eurem Sohn. Ich stimme mit eurer Beurteilung überein, allerdings nur zum Teil. Ja, Vieri ist dreist und handelt oft gedankenlos. Und er hat die Angewohnheit, die Söldner wie Spielzeug zu behandeln. Ich habe Berichte von mindestens 3 Leuten, die als Ergebnis verstümmelt wurden. Aber ich halte ihn nicht, wie ihr sagt, für hoffnungslos. Eigentlich denke ich, dass es sogar eine sehr einfache Lösung gibt. Er sucht eure Anerkennung, eure Aufmerksamkeit. Seine Ausbrüche sind ein Resultat der Unsicherheit, die aus einem Gefühl der Unzulänglichkeit entsteht. Er spricht oft und liebevoll von euch und drückt den Wunsch aus, euch näher zu sein. Wenn er sich also laut, garstig und wütend gibt, tut er das nur, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Er will geliebt werden. Handelt, wie ihr es nach diesem Bericht für richtig haltet. Aber ich muss euch auch darum bitten, dass wir unsere Korrespondenz beenden. Sollte er den Grund dafür erfahren, muss ich um mich fürchten. Vertrauliche Grüße, Fra Giocondo. Okay, wir haben dann. Ich habe gar nicht erwartet, dass der Brief vorgelesen wird automatisch. Aber das ist mega cool. Da muss ich nicht so viel lesen. Ja, dann wollte ich noch sagen, die Videos gehen jetzt immer bei Assassin's Creed so 30 Minuten, ja. Und
Assassin's Creed 3 habe ich auch. Wenn ihr Lust habt, kann ich gerne dann auch Assassin's Creed 3 aufnehmen. Und die Ruckler, was ab und zu da sind, sind nicht wegen PC zu schlecht ist oder so. Die sind, weil das Spiel alt ist und relativ alt ist und irgendwie, auch wenn ich ohne Aufnahme mache, ab und zu einfach, ich kann Overwatch flüssig aufnehmen und alles, aber manchmal in Assassin's Creed, keine Ahnung, das ist altes Spiel, das ruckelt ab und zu ganz minimal. Ich hoffe, das macht euch nicht so viel aus. Da, wie gerade, habt ihr es gesehen, ganz leicht so geruckelt. Sprechen wir dann mit Marion, sein Vater. Sein Vater. Ja, genau. Mit seinem Onkel. Sprechen wir mit ihm. Sieht bekannt aus? Weitere Kodexseiten. Ja, dein Vater konnte einige finden und übersetzen, bevor er... Hier. Das ist nicht die Arbeit deines Vaters. Jemand anderes hat das übersetzt. Leonardo da Vinci, ein Freund. Siehst du, wie die Wörter von einer Seite auf die nächste kreuzen? Da ist irgendetwas drunter. Irgendeine Art Karte. Wohin soll die wohl führen? Dein Vater und ich konnten Teile einer Prophezeiung auf diesen Seiten entschlüsseln. Geschrieben wurde sie von einem Assassinen wie uns, der einst einen Edensplitter besaß. Sein Name war Altair. Er sprach von etwas Mächtigem und Uraltem, das unter dem Land versteckt ist. Was ist das? Ja, was? Genau um dieses Geheimnis zu lösen, haben wir diese Seiten gesammelt. Dann lasst mich helfen. Ich sollte die Arbeit meines Vaters fortführen. Und zwar jetzt. Ich beginne mit der Seite, die ich von Vieri habe. Leonardo wird sie entschlüsseln. Bene, komm wieder, wenn du Zeit hast, und wir fügen sie zur Wand hinzu. Ich hätte damals auch Assassin's Creed 1 aufnehmen können, vor Assassin's Creed 2. Aber Assassin's Creed 1 ist echt nicht so schön, toll, finde ich. Ich finde es gar nicht so gut. Da ist schon wieder so ein mega kleiner Ruckler. Darum habe ich es auch gar nicht aufgenommen. Assassin's Creed 2 ist einfach mein Lieblingsteil. Ich will jetzt auch nicht alle Let's Playen. Wenn es gut ankommt und viele Aufrufe hat, sag mal so, jede Folge so 30 oder 20, so 25 Folgen wie bei den anderen. Bis jetzt gucken wir mal, wie es so ankommt. Dann. Ah, den Aussichtspunkt habe ich vorhin schon erreicht. Macht nichts, egal, erreichen wir ihn nochmal. Ja, und dann werde ich Assassin's Creed 3 auch noch aufnehmen. Also schön draufklicken auf das Video. Und viele Likes da lassen und keine dummen Kommentare bitte, sondern hilfreiche Kommentare mit Kritik ist auch angemessen, aber nicht so dumme Kommentare, wie manche schreiben. Da denkt man sich schon, wer hat denen ins Hirn geschissen, auf gut Deutsch. Aber will ich jetzt gar nicht mehr so drauf eingehen, ich aktiviere es den Aussichtspunkt. Genau jetzt. Okay. Sammeln wir die Codex-Seiten. Ich weiß, das Let's Play beginnt jetzt gerade und es ist nichts Spannendes dabei, aber ihr könnt die anderen Folgen anschauen, die sind auch ganz richtig spannend, da sind viele spannende dabei. Ich weiß gar nicht, wo alle Codex-Seiten messen. Ich glaube, bei einer habe ich eine Stunde lang rumgesucht. Aber ich glaube, die müsste ich schon finden. Wenn nicht, dann andere Taste, ich verklick mich. Habe ich gerade verklickt. Wenn nicht, dann mache ich kurz einen Cut und wir sehen uns dann gleich wieder. Genau. Wo sind die Codex-Seite? Hier unten? Ah ja, da. Runter, komm. Hier runter, komm. So. Eine wirkliche Kaufempfehlung von mir ist Assassin's Creed 2. Leute, das ist echt mega gut. Die Story ist einfach so cool. Ezio rächt seine Familie, weil seine Familie einfach, naja, misshandelt wurde, erhängt wurde, sag mal so,
Und er rächt seine Familie und die Story ist einfach mega. Wirklich. Ich kenne wenig Spiele, wo ich richtig so eine geile Story habe. Oder finde ich zumindest. Die Story ist einfach mega. Assassin's Creed 3 ist auch cool. Nicht wie Arrigo. Unity ist auch cool, aber halt schwerer, weil das Kampfsystem umgestellt wurde und so. Aber Akrobaten hier? Ist echt mega. Könnt ihr euch, ist echt zum Empfehlen. Da ist noch eine Kiste, die mich auch mit. Oh, jetzt geht's. Handy aus, weil ich habe nebendran einen Wecker gestellt. Bei Open Broadcaster Software sieht man ja nicht, wie lange die Aufnahme geht. Ja. Ist aber mega cool. Finden wir die Seite jetzt schon wieder nicht. Anscheinend. Ah. Muss ich jetzt echt wieder einen Cut machen wie damals. So in den Cut. Ich guck mal noch kurz dahinter und renne dann einmal nach außen rum und renne einmal durch die Stadt und suche dann noch ein bisschen. Aber wir können ja ein bisschen labern. Ich hole die Codex-Seite einfach so lang. Ja. Wo ist sie denn jetzt, die Codex-Seite? Guck mal einfach mal. Ich hoffe, das Projekt kommt gut an, weil Assassin's Creed macht mir selber viel Spaß und ich habe jetzt mit Minecraft aufgehört wegen Assassin's Creed, weil ich mir gedacht habe, ich kann das eigentlich weitermachen und es ist halt dumm, wenn man das einfach so beendet, habe ich mir gedacht. Ein paar Leute wollten das vielleicht sogar sehen, habe ich mir gedacht. Und ja, dann habe ich mir überlegt, ich mache es weiter. Wo ist denn jetzt die Codex-Seite? Ich bin, glaub, deppert. Keine Ahnung, wo die jetzt wieder hin ist. Ah doch, ich weiß es, die ist ja, war außerhalb, gell? Ja, die war außerhalb. Da habe ich sogar im Internet damals gegoogelt. Die war außerhalb, da bin ich mir sicher. Da habe ich doch auf der Karte geschaut. Nicht auf der Karte geschaut. Ja, danke. Und dann hat man gesehen, hier ist die Codex-Seite. Da stürmen wir schnell hin. Habe ich schon wieder vergessen. Kann man sowas so schnell vergessen? Wie steigt man immer auf? Hallo? Kann ich das Pferd nicht nehmen jetzt? Doch, jetzt hat das Pferd genommen auf einmal. Okay, da passt es ja. Mit dem Pferd sind wir schneller da. Sind ja erst bei 12 Minuten, das geht ja. Halbe Stunde mache ich ja immer, wie schon gesagt. Wo ist denn die Codex-Seite? Ja, da. Der kann doch springen. Ja. Cool. Komm, absteigen. Danke. Codex-Seite, die war, da ist sie. Okay. Dann reiten wir zurück. Hi, hi! Zu Weihnachten bekomme ich auch ein neues Mikrofon. Ja, kann ich auch mal erzählen, solange wir jetzt noch rumreiten. Also ein bisschen bessere Qualität, weil jetzt nehme ich gerade mit meinem... Ist schon ein bisschen lächerlich. Jetzt nehme ich gerade mit meiner Webcam auf und das ist schon kein Mikrofon, das ist einfach Kacke. Scheiße. Ich habe mir gedacht, ja, wenn mir jetzt nichts zu Weihnachten eingefallen, was ich mir wünschen könnte, habe ich mir gedacht, ah, frage ich halt meinen Dad, ob er mir ein Mikrofon, ob ich ein Mikrofon haben könnte zu Weihnachten. Ja, und der hat dann ja gesagt und jetzt, ja, habe ich eins. Oder noch nicht, aber zu Weihnachten bekomme ich eins. Hä, also wir müssen mit Claudia reden. Okay, reden wir mit ihr. Hallo, Claudia. Unser Onkel ist ein Monster. Das ist unerhört. Was ist geschehen? Er lässt mich arbeiten. Wenn Vater hier wäre, müsste ich sicher nicht hinter einem Schreibtisch sitzen. Und wie lauten die Bedingungen dieser Versklavung? Da jemand entschieden hat, hier zu bleiben, hat Onkel Mario vorgeschlagen, dass wir Geld verdienen, um die Villa zu reparieren. Aber es gibt kein Geld. Ich wette, dass ich dir Geld bringen kann. Oh, klasse. Mehr Arbeit für mich. Nun gut.
Wenn du anfängst, für Verbesserungen in der Stadt zu zahlen, werde ich alles in diesem Buch festhalten. Und da ich nichts Besseres zu tun habe, notiere ich auch alles, was du von anderswo mitbringst. Wenn du es schaffst, diesen Ort ans Laufen zu bringen, werden Reisende zu Besuch kommen und Geld ausgeben, obwohl viele den Weg aus der Stadt scheuen werden. Aber wenn sie kommen, sammle ich alles verdiente Geld in dieser Kiste. Du wirst selbst herkommen müssen, um das Geld zur Bank zu bringen. Wenn die Kiste voll ist, nehme ich mir sonst selbst den Überschuss. Capito? Abgemacht. Ah, jetzt können wir die Stadt renovieren. Was haben wir denn so alles? Vollendung. 1% haben wir gehabt mal. Was gibt's denn? Renovierungen. Bordell. Es gibt Bordell. Bauen wir halt mal Bordell oder so. Gesperrt. Außen drohen. Ah, okay. Können wir uns nur anschauen. Passt schon. Jetzt ist das so ein Typ, mit dem müssen wir auch noch reden. Hallo? Buongiorno. Ah, jetzt. Stimmt etwas nicht? Sir Mario heuerte mich an, um mich um alles zu kümmern. Aber ich bin Architekt und kein Zauberer. Ohne Geld kann ich keines dieser Gebäude reparieren. Und wenn euch jemand Geld brächte? Dann wären wir im Geschäft. Ihr seid sicher Sir Ezio. Hab ich recht? Onkel, das ist mal ein cleveres Bürschchen. Er ist sehr aufmerksam, wenn er Geld riecht. Wenn ihr diese Stadt aufbauen wollt, brauche ich es. Ich habe hier eine Preisliste für neue Läden und Renovierungen. Bringt mir Gold, trefft eine Wahl und ich fange sofort an. Wenn ich einen Laden baue, könnt ihr als Besitzer die Ware dort zu niedrigen Preisen erwerben. Investiert ihr mehr Geld in den Laden, wird der Rabatt größer. Die Renovierungen, nun, sie bringen das Leben zurück in die Stadt und in die Villa. Und wie Sir Mario mir erzählte, war das eurem Urgroßvater sehr wichtig. Könnte ich außerdem führen neue Läden und Renovierungen dazu, dass mehr Menschen zu Besuch kommen, wodurch euer Einkommen steigt. Wollen wir uns das einmal ansehen? Okay, schauen wir uns an. Kunsthändler, Bank, Schmied, Arzt, ne, Bordell. Wir bauen ein Bordell. Die müssen ja Spaß haben. Die müssen ja Spaß in meiner Stadt haben. Richtig viel Spaß. Richtig. Die sollen ja richtig Bock haben. Was kaufen wir uns dann? Kunsthändler. Ne, wir kaufen uns. Keine Ahnung. Eine Bank nicht. Eine Art Schneider wollen wir. Genau. Ein Schneider bitte noch. Und das restliche ist jetzt habe ich nur eins, kann ich noch bauen? Eine Kirche. Die alten Leute müssen ja in die Kirche gehen. Genau. Jetzt habe ich kein Geld mehr. Okay, schön. Reden wir mit Mario. Ron. Ezio, mein Junge. Ich glaube, ich sollte dir endlich etwas zeigen. Ach so, das ist dieser geheime Raum, stimmt ja. Habe ich ganz vergessen. Okay, geh vor, komm. Da wieder minimaler Ruckler. Dies ist unser Altarraum. Er wurde von meinem Urgroßvater erbaut, um das Angedenken der Assassinen zu ehren und ihre Geheimnisse zu schützen. Sieh dich um. Das sind die Assassinen, die in der Stunde der Not die Freiheit der Menschen schützten. Und das ist die Rüstung von Altair. Wenig ist über Altairs Leben bekannt. Doch seine Rüstung ist leicht und doch stark. Ich würde sie dir geben, aber ich weiß nicht wie. Mein Urgroßvater erzählte mir, dass sie verschlossen bleiben würde, bis all ihre Beschützer wieder komplett wären. Ich hörte Gerüchte über Krypten in ganz Italien. Versteckte Gräber mit Schätzen gefüllt, in denen diese 6 vor Jahrhunderten begraben wurden. Vielleicht hat das was damit zu tun. Als ich jünger war, suchte ich selbst nach den 6. Ohne Erfolg. Vielleicht hast du mehr Glück. Um perfekte Synchronität mit Ezio zu erreichen, brauchst du diese Rüstung. Okay,
glaube, ich hatte damals, wo ich es gespielt hatte, hatte ich die Rüstung schon. Ich hatte sie schon zweimal, aber da müssen wir jetzt jeden Tempel dann durchgehen. Und ich glaube, das wollt ihr nicht sehen. Könnt ihr ja gerne in die Kommentare schreiben, wenn ich mir die Rüstung holen soll. Dann hole ich sie im Let's Play sogar. Wird ein bisschen dauern, aber ich hole sie dann. Ich weiß gar nicht, wie man die holt, aber ich versuche es dann, sie zu holen. Sagen wir mal so. Nicht ausgehen, danke. Jetzt geht mein Handy schon wieder aus. So. Gehen wir zum Ausrufezeichen. Sind erst bei 20 Minuten. Komm, runter. Nochmal runter, runter, runter. Komm, runter. Danke. So, da. Da ist dieser Schneider, den machen wir, schauen wir mal. Können einen Beutel kaufen? Ah ne, wir haben kein Geld mehr. Ah, Messer, wir haben ein Ding. Kleider färben. Boah. Das sieht scheiße aus. Das ist wieder zu teuer. Das sieht geil aus. Was ist das? So, ja. Assassinenweiß. Mehr gibt's nicht. Naja. Das Grün sieht ganz cool aus. Kostet 400 nur. Das geht eigentlich. Wollen wir ein paar tausend Leute bestehen? Ich bestehe ein paar Leute. Die haben nur so wenig Geld hier in der Stadt. Hey. Gib dein Geld her. Verdammt! Achtung, hier treiben sich Taschendiebe herum. Ach, keine Ahnung. Wir kaufen, wir können den jeden Schneider ja das kaufen. Wir kaufen es mal später. Aber die Leute trotzdem bestohlen. Scheiß drauf. ja. Wir hätten ein Pferd nehmen können, aber wir sind eh gleich da. Das ist nicht weit. Bis da. Wir sind ja so gut wie da schon. Was nehmen wir? Was rüsten wir aus? Ich glaube, wir rüsten mal... Dings aus? Nein. Versteckte Klinge passt, Chef. Da bekommt er auch irgendwann später dann eine zweite, die sieht echt cool aus und so. Ich freue mich jetzt schon übelst auf Assassin's Creed mit euch zu spielen, das ist einfach geil. Ja, natürlich wollen wir da hinreisen nach Florenz. Hallo, laggst du jetzt? Ja, es laggt, aber es, der Ton hat gelaggt, aber es ging jetzt schon. Ich finde diese Musik ist so episch, das ist Wahnsinn. Von Assassin's Creed 2 ist die nicht so übel. Die Musik so episch, das ist absolut Hammer. Ich bin der allergrößte Fan von Assassin's Creed 2. Ah, nehmen wir mal schnell den Steckbrief mit, wenn das schon einer in der Nähe hängt. Und dann gehen wir rein zu ihm. So, weg mit dem Steckbrief. So, gehen wir zu Leonardo rein. Ezio, du lebst ja noch. Sieh sich das einer an. Die letzten zwei Jahre waren gut zu dir. Aber du bist nicht mehr derselbe, was? Ich hoffte, du könntest mir vielleicht mit etwas helfen. Alles für dich, mein Freund. Haha, du hast noch eine gefunden. Wie aufregend. Das ist schwer zu knacken. Sehr klug bei der Nutzung der alten Sprachen. Wenn ich vielleicht... Oh, es scheint sowas wie ein Handbuch verschiedener Assassinentechniken zu sein. Darf ich mal sehen? Warte, was ist das? Dieses Mal ist es kein richtiger Plan. Nur eine Serie von Skizzen. Was das wohl zu bedeuten hat. Natürlich. Und warum nicht? Eine großartige Idee. Kannst du es fertigen, während ich die Sachen aus dem Fragment ausprobiere? Nimm das. Ich lasse meine Assistenten einige Puppen zum Üben aufstellen. Ey, Vincenzo! Assistenten? Hatte der davor keine Assistenten oder hatte der welche? Ich weiß es gar nicht. Egal, üben wir.
Hallo? Ja, gut. Erstmal hier in den Busch und töten. So. Erste haben wir. Oh nein. Was ist das? Was haben wir mit der machen? Nix. Ah, da gibt's Luftattentat drum. Luftattentat. Und Luftattentat. Und bei dem. Ja, das weiße Dings nervt. Und jetzt noch halt das da. Hoch. Und. So. Okay, haben wir geschafft. Okay, dann hätten wir alles. Super. Die Puppen stehen trotzdem noch da, aber scheiß drauf. So, öffnen wir die Tür. Ich hab's geschafft. Komm schnell. Schau. Nimm es. Probier es. Hab Dank, Leonardo. Gar kein Problem. Es gibt jemanden, den ich hier treffen müsste, aber ich kann mich ihm nicht öffentlich nähern. Weißt du da einen Weg? La Volpe. Der Fuchs? Psst. Verstehe. Aber weißt du, wo er sich aufhalten könnte? Vielleicht in der Nähe des Mercato, wo die Diebe hausen. Sei vorsichtig, Amico. Okay, das haben wir gerade als Quest. So. Nix, okay. Zunächst mal kommen wir hier an, wenn wir weiterspielen. Aber wir rennen jetzt das schon mal hin und nehmen die Quest einfach mal an. Hat die Ausschreibung einer neuen Gemeindehalle in der Nähe der Santa Maria. Ah ja, das sind wir schon da. Nein, nicht hochklettern. Hey, denkt auch mal an die, die ihr verletzt habt. So, gehen wir mal rein. Was ist denn das? Aufspüren. Ach so, okay. Das müsste nicht so schwer sein. So. Leck mich. Nicht ins Gesicht. Ich brauche mein Gesicht. Ziel lokalisiert. Was? Meine Börse, mein Geld. Euer Geld? Ich habe euer Geld nicht. Oh, geht doch weg, Leute. Komm zurück. Hol mich. Du machst einen großen Fehler, mein Freund. Hab ihn. Ich habe kein Interesse, dich zu verletzen. Also gib mir mein Geld und wir sind quitt. Nicht so schnell. Was wollt ihr denn? Wer seid ihr? Man gab mir schon viele Namen. Mörder, Tagliagole, Dieb. Aber ihr dürft mich La Volpe nennen. Zu euren Diensten, Messer Ezio. Woher kennt ihr meinen Namen? Es ist mein Geschäft, alles in dieser Stadt zu wissen. Seid ihr nicht deshalb hier? Doch. Ich muss jemanden finden. Und wissen, wo er ist, bevor er es selber weiß. Wer? Francesco de Pazzi. In den Straßen erzählt man sich was von einer Karawane aus Rom. Einem Geheimtreffen, heute bei Sonnenuntergang. Dort könnt ihr etwas über Francescos Aufenthaltsort erfahren. Wisst ihr, wo es stattfinden wird? Ma certo. Lasst mich wissen, wenn ihr soweit seid. Dann ziehen wir los. Oh, ja. Und hier ist euer Geld. Okay. Ja, wir haben gerade keine Quest aktiv, aber wir haben anscheinend schon mit ihm geredet. Wir können dann jetzt mit ihm weiterreden, aber das... Was macht der denn da? Psst, sei ruhig. Das werde ich in der nächsten Folge tun. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und ihr unterstützt das Projekt mit einem Daumen nach oben oder netten Kommentar. Mit einem normalen Kommentar, wie schon gesagt. Und danke fürs Zuschauen. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Und bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.